Jedes dritte Unternehmen wird heutzutage von einer Frau gegründet. Das ist ein klares Zeichen dafür, welche wichtige Rolle Frauen heute beim Thema Gründen überhaupt spielen. Es gibt ein großes Ungleichgewicht, wenn man Männer und Frauen in dieser Gründungsphase vergleicht. Und das ist das Thema Finanzierung durch Banken bei Gründungsvorhaben oder auch Expansionsvorhaben. Frauen erleben häufiger als Männer eine Zurückhaltung bei der Vergabe von Darlehen. Da ist Deutschland übrigens nicht das einzige Land, in dem dieser Unterschied messbar ist. Deshalb müssen wir andere Rahmenbedingungen schaffen. Frauen gründen im Übrigen öfter als Männer im Nebenerwerb oder in hybriden Formen. Auch das muss in den Blickpunkt genommen werden, dass auch dies ein Teil eines Zukunftsmodells von Gründungen sein kann. Solche Modelle versetzen auch mehr Frauen in die Lage, Existenzgründerinnen zu werden. Es geht um einen Kulturwandel, den wir fördern wollen. Alles ist möglich, Vollzeit, Teilzeit. Ich möchte noch den Blick werfen auf die Start-up-Szene, denn dort wird dieses Finanzgap besonders deutlich. Von Frauen gegründete Start-ups erhalten weniger Risikokapital als rein männliche oder sogar gemischte Gründerteams. Der deutsche Start-up-Monitor belegt, dass nach wie vor die Hauptfinanzierungsquelle das Eigenkapital ist. Und das gilt für Frauen wie für Männer. Viele würden gerade heutzutage, wo es darum geht, sich aus einer sicheren Position in eine unternehmerische Position, in einer sehr unruhigen Weltlage zu stürzen, gerne Venture Capital nehmen oder ihren Mut unterstützt wissen durch strategische Investoren. Aber auch dort werden Frauen weniger beachtet als Männer. Das müssen wir berücksichtigen. Dafür setzen wir uns ein und dafür machen wir uns hier in der IHK Potsdam stark.